Die Bachelorette, enthüllt. Im TV kämpft er um ihr Herz, dabei ist er verheiratet. Na, das ist ja mal ein dickes Ding. Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der RTL-Kuppel ist die Bachelorette, Single und bereit für eine neue Liebe sein. Bei einem Mittagessen mit Jan, Brian, Andy, Iago, Rafi, Sören und Davin nutzt Kandidat Stefan, 35, geschickt die Gunst der Stunde, um Bachelorette Nadine Klein, 33, zu einem privaten Plausch zu entführen. Und was gesteht er da beim Einzelgespräch? Ich bin sogar noch verheiratet, so der hübsche Steuerfachangestellte. Oh, aber bevor ihr jetzt vor Schock halb vom Sofa kippt, Entwarnung. Von der werten Gattin lebt Stefan schon getrennt. 14 Jahre Beziehung, 5 Jahre Ehe, geklappt hat es nicht. Ob es dafür jetzt etwas mit Nadine wird? Das erste Einzeldate und ein Abschied? Unter den verbliebenen 17 Jungs gilt der 35-Jährige bei vielen Zuschauerinnen schon als Favorit. Ob er über sein Geständnis diesen Status nun wieder einbüßen muss? Immerhin hoffen noch 16 andere, nicht verheiratete Männer, darauf, das Herz der Single-Lady zu erobern. Das erste Einzeldate jedenfalls konnte ein anderer ergattern, der 24-jährige Philipp. Ob er auch die erste Nacht mit der Bachelorette verbringen darf? Und macht Kandidat Manuel, 38, seine Drohung wahr, ich habe geplant, dass ich eigentlich abreise?